Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Wir sind immer noch hier und ich wollte eigentlich zum Geisterportal zurückgehen. Allerdings glaube ich, dass wir ohne dieses Geisterlichtgefäß da gar nicht mehr hinkommen. Deswegen spiele ich mal weiter, auch damit ihr ein bisschen mehr Fortschritt habt. Willkommen zurück, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Oh, jetzt wird's richtig hart. Ich sehe es schon kommen. Oh mein Gott. Ich sehe es kommen. Wow. Aber was auch die Sane das letzte Mal gesagt hat, ich glaube nicht, dass der Gummo uns das übel nimmt, oder? Und wir können ja nichts dafür. Warte mal. Okay. Dann war mal der Sane zu. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Hey Gummo. Diese Ruinen sind alles, was von den Gummon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gummo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art, ebenso wie du. Oh nein, das war ja das, was ich befürchtet hatte. Oh Mann. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gummon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Und dann machen wir das doch. Bewegt von ihren Worten beschloss er zu handeln. Gummo, was machst du? Halte R gedrückt und was? Ah, ich wusste es, wieder sowas, oh mein Gott. So. Aber wir sind auch wieder voll, das ist aber natürlich lieb. Ah, diese Eisstrahlen verletzen uns auch, okay. Okay. Leute, das kriegen wir hin. So. Sich von den anfänglichen Sachen nicht treffen lassen. Ah, okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, ja, ja. Mach. Ach Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt erstmal wieder eine Fail-Episode. Das auch, aber was sehr cool ist, ist, dass Gummos Feder und dieses... Naja, aber ich wollte gerade sagen, dass das gut ist, aber ich sehe gerade, dass das auch sehr schwierig ist, weil an der Wand festhalten, was wir machen müssen, um diesen großen Eisstrahl aufzuweichen, ist die gleiche Taste, wie... Oh Leute. Es fängt wieder gut an. Es fängt gut an. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine 30-Minuten-Episode. Die Eistappen fallen auch scheinbar nicht. Nein. Wartet jetzt mal. Ganz ruhig hier. So. Warte. Ich muss wieder nochmal den großen abwarten. Boah, das ist ja fies. Man kann es nicht schaffen mit... So, jetzt schieß mal hier. Er muss das da irgendwie aufschießen. Unser Freund. Ja, die berühmten Fluchtsequenzen haben wir jetzt hier wieder. So, warte. Jetzt, so. Nein. Ich kann natürlich auch einfach das fallen lassen. Ja, Warte. Ich will erstmal speichern. Ah. Ja, das wird wieder so eine Sache. Ich sehe schon kommen. Man braucht sich gar nicht an der Wand festhalten. Es ist besser, die Feder loszulassen. Dann kann man es besser kontrollieren. Weiter. Genau, wir können auch gar nicht speichern. Das dachte ich mir schon. Jetzt vielleicht? Alle Leute, das ist wieder echt unfair. Egal, wie gut man dann eine Sache macht. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ah, wie ist sowas... Was? Wieder von ganz vorn? Oh.
Oh Leute, das wird wieder hart hier. Besonders, ich habe jetzt davor schon eine längere Zeit aufgenommen. Du sollst dich auch nicht an der Wand festhalten. Nein, du triffst uns nicht. So, jetzt bitte einmal schießen hier. Hallo? Bitte einmal schießen. Leute, ihr wisst, ich versuche es jetzt mal mit weniger kommentieren und mehr spielerischem Können, hoffentlich. Großen. Das ist wirklich die gefährliche, ne? So. Ja, spucken bitte. Weiter, nein, 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 nein! Oh. Wie gesagt, Leute, ihr könnt wieder vorspulen. Ich gestatte es euch jetzt sofort. Ja, das wird hier bestimmt noch eine Weile dauern. Weil man wieder auch nicht zwischenspeichern kann, was ich wieder mega unfair finde. So. Ja. Laufen, 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 laufen. Lufte, Lufte, Lufte und los, weiter. Leute, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Frustrierend, aber ihr kennt ja meine Einstellung zur Herausforderung. Ja, das hier habe ich jetzt eigentlich schon ganz gut drauf, habe ich das Gefühl. So, gute Spuck hier hin bitte gleich. Ja. Ja, das haben wir schon ganz gut drauf. So. Ich würde gerne die Dinger da runterfallen, bevor ich da hochgehe. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ja, wo muss ich denn hin? Hä? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ganz ruhig bleiben, das haben wir hier schon gut drauf. Das ist doch schon Routine hier. Spucke. Weiter hier. Dass man hier zum Beispiel nicht speichern kann, kann ich absolut nicht nachvollziehen. So. Ah. Noch länger warten, oder? Was ist denn? Was ist da gerade passiert? Ach Leute, sowas finde ich auch immer unfair. Ich meine, wenn ich wenigstens weiß, was ich machen muss und wo ich hin muss, dann finde ich das absolut fair, auch wenn es ein bisschen... Ah, jetzt hänge ich wieder fest. Dann finde ich das okay, aber so... Ich habe auch gemerkt, dass je länger man wartet, desto mehr... Nein, 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 komm, 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 komm. Ah, vielleicht fahren die nach unten durch, wa? Ich meine, was? Nicht wahr? Tut mir leid, Leute. Wahrscheinlich noch weiter nach oben. Ja, halte ich fest, Ori. So, jetzt nach unten. Ja. What? Oh, ist das fies. Das ist ja so fies. Nein, ich lasse jetzt nicht los. Nein. Boah, Leute. Das ist echt... Ja. So, aber wir schaffen das. Wir haben, wie gesagt, Ginzo-Baum. Ich bezweifle sehr stark, dass das hier noch schlimmer werden kann. Nein. Ja, warte. Jetzt nach oben. Jetzt bitte spucken. Hier hin bitte. Ja. Sehr gut. Seht ihr, das läuft doch schon gut. So, jetzt wieder nach oben. Wir müssen an der Wand bleiben. Warte. Ah, nein. Mal. Ich will ungern die Feder benutzen, weil die so schnell und unkontrolliert ist. Festhalten. So, und weiter geht's. So. Das ist... Speichern, bitte! Wieso nicht? Okay. Jetzt geht's weiter nach oben. Ganz viele Eisen. Guck
mal, wie viele Eiszapfen da runterkommen. Das gibt's doch nicht. Das meint ihr doch nicht ernst. Aber wenn jetzt noch... Ey, Leute, das ist nicht ihr Ernst. Das ist nicht ihr Ernst. Wir dürfen hier nicht so viel Leben verlieren. Ich bin mal etwas ruhiger. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Boah, das gibt's doch. Das Problem ist, dass wenn das Eis da austritt, dann werden... Ach, wartet mal, Leute. Ich mach nochmal. Das hat keinen Sinn. Ich brauche oben mehr Leben. Deswegen haben die uns nämlich auch volles Leben gegeben hier, als diese Sache startete hier. Deswegen haben sie uns auch mehr Leben gegeben. Ein Treffer ist nicht so schlimm. Zwei sind auch nicht so schlimm. So, bitte. Ach Leute. Also, was sich die Entwickler hierbei gedacht haben, weiß ich echt nicht. Ob sie einen wirklich so frustrieren wollten. Wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob diese Eiskristalle immer... Nein. Immer in der gleichen Reihenfolge fallen. Dann könnte man sich ja ein bisschen besser vorbereiten. Ach, okay, warte, lassen wir mal eine Sekunde. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. So, fällt runter. So, weiter geht's. Hier müssen wir auch aufpassen. Das Problem ist, hier ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger, diesen Eissachen auszuweichen. Seht ihr das? Das ist... wirklich. Okay, wir müssen hier gleich hinterher. Ich glaube, dann ist es ja. Was? Ah, wir müssen links bleiben. Dann kriegt uns der große jetzt nicht. Okay. Leute, ich konzentriere mich jetzt mal völlig, wollte ich gerade sagen. Oh, 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 oh. Ja. Nein, das war nicht gut. Nicht festhalten an der Wand. So, hier schießen. Leute, wir packen das. Ich habe jetzt ein ganz gutes Gefühl bei diesem Durchlauf. Erstmal die Eispistole da abwarten. So. Nein, nein, er wird da nach oben. So. Jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut. Nein, du kriegst mich nicht und die andere diesmal auch nicht. Ich weiß, dass du hier irgendwo kommst, genau. Hast du dir gedacht? Hast du dir gedacht, was? Okay, jetzt ganz los, Kleine. Boah, das ist so fies. Das fies ist wirklich, wenn man dann noch einen Fehler... Okay. Wartet. Okay, also ich kann nicht auf die Karte gucken, was mir überhaupt nicht gefällt. Weil ich nicht weiß, was noch kommt. Darf ich speichern? Ganz speichern. Kuhs Nest. Oh, Gott sei Dank, Leute. Wir haben es geschafft. Oh, okay, okay, okay. Okay, also Karte kann ich nicht aufrufen. Wir noch mal gucken, jetzt wo wir gespeichert haben, ob es noch irgendwas... Nee. Hier oben gibt es nichts mehr. Hey, das war in einer Folge. Eine normale Folge. Ich bin stolz. So. Aber wieder muss ich, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, hier war es ein bisschen kürzer. Ich weiß es jetzt aber nicht. Kuhs Nest. Kuros Nest? Kuro? Oh mein Gott. Was machen wir denn hier? Ein Ei?
hatte erfahren, wie sie durch unser Licht umgekommen waren. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Oh, jetzt geht's richtig los. Ich kann auch nicht steuern. Oh oh. Die kommt dazwischen hinterher, oder? Oh mein Gott, wir werden sowas von sterben. Oh, 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 oh. Okay. Okay, wir können nicht speichern. Das ist schlecht. Okay, wartet mal kurz. Wir müssen nach da oben. Nehmen wir mal. Okay. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Ich überlege jetzt gerade, wie wir das am besten machen. Aber hier ist, so sieht sie uns schon. Okay. Okay, sofort tot. Okay, wir haben nur ein paar Sekunden Zeit. Leute, wie schaffen wir das? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wir... Vielleicht kommen wir schnell genug ans Wasser. Nee. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie sie uns nicht sieht? Ah, okay, okay. Hier sieht sie uns nicht. Okay. Jetzt geht uns die Spinne natürlich auf den Nerv. Wie es die Spinnen ja immer getan haben, seit jeher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Spinne auf diesen Baumstamm da feuern muss. Komm, Spinne, hier hin feuern. Hier hin. Spinne! Okay, das war aber zumindest möglich. Oh, nein. Also wir müssen auf jeden Fall diese Fackel dann nehmen. Warte. War richtig. Ah, super. So geht's natürlich auch. Oh. Oh mein Gott, ist das spannend. Okay. Da sieht sie uns nicht, oder? Hier sieht sie uns auch nicht. Also ich nehme sehr stark an, dass wir immer noch dahin müssen. Zu diesem Siegel. Nervt ist, dass ich immer noch nicht speichern kann. Ah, jetzt ist hier aber zu. Komm mal raus. Ah, okay. Oh, ich bekomme Erfahrung. Das ist schön. Komm, komm. Ja, du musst... Komm, 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 komm. Ah, bin ich hier sicher? Ja. Weil der muss ja mit rüberkommen. Ah, ich glaube das nicht. Ich glaube immer noch, dass wir nach links müssen. Leute, das schaffen wir nie in der Zeit, es sei denn... Okay. Also 5 Sekunden haben wir vielleicht. 1, 2, 3, 4. Nee. Oh, jetzt fahren wir wieder... Ah, oh, stimmt, wir können nicht speichern. Okay. Leute, lass uns noch einmal versuchen, zumindest in dieser Folge. Wenn nicht, mache ich es in der nächsten. Okay. Spinne, schieß doch mal. Ah, vorhin hast du so schön geschossen. Komm. Wie hast du das denn vorhin gemacht? Spinne. Hast du das doch irgendwie hinbekommen? Hm. Ich meine, wir könnten natürlich auch die Sache einfach umleiten. So. Okay. Boah, Leute, das ist so spannend. Und ich will eigentlich auch noch so viel erzählen. Darüber, dass... Was mit Kuro passiert ist, dass man...
da man wieder sieht, niemand wird als Bösewicht geboren. Und letzten Endes haben wir diesen Krieg angefangen. Mit ihr. Ja, Leute, wir müssen nicht nach da drüben. Wir müssen auf jeden Fall... Weil hier wollen wir ja nur wieder abhauen. Das kann nicht sein. Wir müssen uns der Sache stellen. Wir müssen diese Elendsruinen wiederherstellen. Ah, Leute, natürlich, wir können unseren Freund auch hier benutzen. Nee, er muss auch runterkommen. Komm, komm, komm. Vielleicht sichert uns das die eine Sekunde, die wir brauchen. Nee. Ah, Leute, das ist auch knapp. Ich habe das Gefühl, das ist es. So, Spinner, bitte. So. Okay. Haben wir schon ganz gut drauf. Oh, das war knapp. Aber das verstehe ich auch wieder nicht. Wieso kann ich ja nicht zwischenspeichern? Das ist wieder total lächerlich. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Kann ich hier nach unten? Nein. Nee. So. Wir versuchen das jetzt nochmal. Machen wir heute mal eine Folge mit Überlänge. Ich versuche es jetzt zumindest noch einmal. So. So. Das war, oh, das war auch ganz schön knapp. Hier würde ich zum Beispiel sehr gerne speichern. Wieso habe ich hier nicht speichern? Okay, wir können auch nach hier drüben. Hm. Also was wir brauchen, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Deckung. Und ich glaube nicht, dass wir die Deckung irgendwo anders finden als hier. Verzeihung. Hm. Also ich wette, wir müssen unseren kleinen Freund hier nutzen. Um weiterzukommen. Zeit zu sparen. Ich meine, ich könnte es... Aber das wird nicht funktionieren. Das ist viel zu wenig Zeit. Es sei denn, wir können irgendwo nach oben. Wartet mal. Ah, das ist auch immer so doof, weil wenn man dann mal Sachen ausprobiert, dann wird man gleich dafür bestraft. Nee, Leute, also keine Chance. Das muss anders funktionieren. Muss man vielleicht doch auf die andere Seite. Aber gut, Leute. Ich mache hier erstmal kurz, genau, ihr seht das Menü. Ich mache erstmal kurz Pause und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Bis dahin.